Entsetzen im Schramberger Rathaus. Am späten Mittwochnachmittag wurde in dem geschichtsträchtigen Gebäude inmitten der Fußgängerzone ein Mann niedergestochen. Nach ersten Informationen soll es sich um einen Mitarbeiter der Stadtkämmerei handeln. Laut Polizei wurde der Mann bei dem Angriff schwer verletzt. Nach der Bluttat war der Täter zunächst auf der Flucht. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Wenig später konnten die Beamten den mutmaßlichen Täter fassen. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann. Nähere Details wollten die Ermittler vorerst noch nicht bekannt geben. Auch Oberbürgermeister Thomas Herzog war nicht zu einer Stellungnahme bereit.